Hallo und herzlich willkommen bei der großen Fortsetzung von Pokémon Kamezin. Heute treffen wir uns nicht einfach nur zu irgendwelchen Events oder sowas. Heute wird ein neues LP geboren werden. Und zwar habe ich eigentlich vorgehabt, dieses LP zu streamen. Das große Aber ist nun aber, dass ich keine Zeit jetzt dafür habe, habe ich gemerkt. Und ich will trotzdem den Hype nicht entgehen. Und ich möchte das DLC spielen. Was machen? Ein LP, mit dem man sich über mehrere Tage bis Wochen beschäftigen kann. Deswegen habe ich beschlossen, das jetzt hier zu tun. Und bevor wir jetzt hier noch weiterreden, gehen wir ins Spiel. Ich drehe mal die Lampe um, damit die uns nicht behindert. So, ungefähr. Damit haben wir sehr freie Sicht und können tun, was wir wollen. Yo. Also, ich kann mal so viel sagen, was ich schon weiß. Ohne groß zu spoilern. Ring, ring. Hallo, Draco, ich bin Jim. Wie geht's, wie steht's? Hallo, Seno Jim. Entschuldige, dass ich dich einfach so anrufe. Du bist sicher schwer beschäftigt. Aber glaub mir, es lohnt sich, dass du den Anruf angenommen hast. Es ist nämlich so, dass unsere Akademie jedes Jahr zu dieser Zeit eine Exkursion veranstaltet. Und zwar in Zusammenarbeit mit einer anderen Schule. Und ob du es glaubst oder nicht, du wurdest als Teilnehmer ausgewählt. Dieses Jahr geht die Reise in die östlich gelegene Kitagami-Provinz. Da sie ziemlich weit weg liegt, ist die Anzahl der Teilnehmer diesmal besonders beschränkt. Du hast also echt Glück dabei zu sein. Komm bitte in die Eingangshalle der Akademie, dort erhältst du dann alle weiteren Details. Oh, und du wirst natürlich nicht zur Teilnahme gezwungen, aber das ist eine wirklich einmalige Gelegenheit. Also nur keine falsche Scheu. Na dann, wir sehen uns. Jo, und es wird dunkel. Nee, was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Hab's vergessen. Ich werde jetzt hier, ja, ich wollte es eigentlich, wie schon gesagt, streamen. Und alles drum und dran. Hier ist das große Aber. Das ist das Durchspielteam. Da sind ein paar Pokémon da drin. Hier gehört dazu. Dann gehört das hier in die Shiny Box. Ich habe ja viele Pokémon angesammelt. Unter anderem auch Shinies. Und ich habe sogar die Strongies hier. Das sind nur so ein paar. Das Mew gehört inzwischen auch mit dazu. Und das war so eine Birch. So eine Birch gehört mal so hier so dazwischen, weil sie sich nicht einordnen lässt. Und ich habe erst letztens. Warte, wo ist denn das? Hier einen Shiny Knapfel namens Schlempei gefangen. Ich weiß nicht, was so uns erwarten wird. Aber, ich guck mal, was bei Schlempei hoch ist und was nicht. Bei denen scheint die Spezialverteidigung hoch zu sein, der Angriff. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Angriff dieses Pokémon höher ist als alles andere. Sozusagen, dass man das physisch spielen kann, was sowieso hier gegeben ist. Aber Spezialangriff ist genauso hoch. Deswegen würde ich sagen, ich gebe dir eine Flasche. Eine Flasche. Ich mache den physisch. So, Schlempei wurde angehoben. Spezialverteidigung ist Zink. Davon habe ich 65 Stück. Dann würde ich den Rest auf KP drauflegen.
So. Und damit das nicht so unfair ist, werde ich so viele L-Bombs drauflegen. Ich glaube, so viel reicht erstmal hier. 51. Mist! Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt. Eigentlich wollte ich es nicht so hoch machen, aber. Das war jetzt ein bisschen falsch. Aber ich habe beschlossen, mit diesem Pokémon meine Reise zu beginnen. Alle meine Pokémon sind ja ganz schön viel. Und ich würde jetzt sagen, nachdem wir so lange in der Paldea-Region unser letztes Abenteuer auch erlebt haben, muss ich mich jetzt mal rumklicken, weil ich mich nicht mehr auskenne. Nee, war Spaß. Ich fliege jetzt erstmal dahin. Nachdem wir haben nämlich ja über die Monate ganz viele Shinies gejagt. Die habe ich euch alle auch schon vorgestellt. Ich habe all meine Reactions aufgezeichnet und das alles. Und ich hoffe, das erledigt jetzt sich alles von selbst. Ich will einfach nur ein Abenteuer erleben, was sich hier waschen hat. Buchstäblich, weil es regnet. Hm. Hallo? Willst du einen Kurs besuchen? Nee. Zur Klassenfahrt teilnehmen. Nein. Warum hat das jetzt gerade so lange gedauert? Ach ja, stimmt. Das wollte ich mit euch bereden. Es gab. Game Freak hat gezaubert. Na, zumindest ein kleines bisschen. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich manche Dinge verbessert haben. Ob es euch aufgefallen ist, weiß ich nicht, aber die Box wird jetzt besser hier laden. Viel besser hier laden. Zumindest haben sie das verbessert, das finde ich cool. Meine Boxen sind wohl alle voll. Ich will zumindest eine Box anfangen, wo die wenigsten drin sind. Das sieht jetzt aber total schlecht aus. Muss echt mal aufräumen. Hier kann ich rein. Die ganzen Heiteras müssen uns nicht interessieren. So, ich müsste aber tatsächlich wahrscheinlich ins Lehrerzimmer mit Sino und Jim reden. Hier. Da ist nämlich. Gehe ich mal davon aus, dass ich da hin muss. Das ist der einzige Ort, wo ich mit ihm reden kann. Hoffentlich beschäftigt sie sich auch weiterhin mit all den Pokémon hier in Paldea. Ja, Paldea ist langweilig. Ich möchte einen neuen Ort finden. Ich möchte einen neuen Ort bereisen. Ich möchte neue Pokémon begegnen. Ha, der Schüler für die Exkursion. Meint er, ach du, ich mit dir muss reden. Moment, bist du etwa? Oh, was ist mit dem Spieler da passiert? Ja, du bist es. Du wurdest doch für die Exkursion ausgewählt. Wie war dein Name noch gleich? Hi, ich bin Draco. Ah, Draco. Ja, du steckst ja voller Energie. Welche eine Ausstrahlung. Oh, du hast. Ein Terra-Kristall-Orb. Das sollte mich wohl bei den Schülern an der Akademie in Paldea nicht überraschen. So reich an Ressourcen wie diese Region ist. Oder handelt es sich bei dir etwa um einen besonders talentierenden Schüler? Ach, entschuldige bitte, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Miss Brina, entschuldigen Sie die Verspätung. Oh, du bist ja auch schon hier, Draco.
Du hast echt ein Riesenglück, dass du gleich in deinem ersten Jahr auf Exkursion geschickt wirst. Ich würde nur zu gern mitkommen. Ui, Verzeihung, Miss Brianna. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Nun, wie du eben gehört hast, lautet mein Name Brianna. Oder Brianna. Ich bin die Leiterin der Blaubeerakademie. Diese Schule liegt in der Einalregion und Miss Brianna ist dort für den Lehrplan zuständig. Warte, Einalregion. Warte mal. Häuft das vielleicht sogar die Gerüchte für ein potenzielles Schwarz- und Weiß-Remake? Wenn jetzt sogar schon Schulen in der Einalregion besprochen werden? Wir werden sehen. Dieses Jahr betreut die Blaubeerakademie die Exkursion. Daher bin ich gekommen, um dich abzuholen, Draco. Die Kitagami-Provinz ist für ihre Ländlichkeit berühmt. Sie mag etwas abgelegen sein, birgt aber auch ein paar wundersame Geheimnisse. Es wurde dort sogar dieselbe Energie wie in der Terrakristallisierung hier in Paldea nachgewiesen. Ich freue mich bereits darauf, das näher zu erforschen. Also neben meinen Pflichten als Betreuerin, versteht sich. Irgendwann würde ich ja auch nur zu gerne mal den Schlund von Paldea erkunden. Dafür brauchen Sie die Erlaubnis der Pokémon-Liga und Direktor Clavel. Selbstverständlich, das bin ich mir bewusst. Ich habe mein Gesuch bereits angereicht und hoffe auf eine erfreuliche Antwort. Oh, entschuldige, Draco. Da haben wir doch etwas über deinen Kopf hinweggequatscht. Um wieder auf deine Exkursion zurückzukommen, sieh diese Reise einfach als eine Schatzsuche jenseits von Paldea an. Was für eine Gelegenheit! Und zeig mir doch bitte dein Smartrotom, dann aktualisiere ich fix deine Pokédex-App. Pokédex, dein Pokédex wurde um den Kitagami-Pokédex erweitert. Und fertig. Jetzt kannst du all die Pokémon registrieren, denen du in Kitagami begegnen wirst. Freue mich! Die Erlaubnis deiner Mutter haben wir bereits eingeholt, keine Sorge. Deinem Abenteuer steht also nichts mehr im Weg. Viel Spaß und gute Reise. Oh yeah! Sinnoh-Chim ist wahrlich eine Seele von Mensch. Seine Begeisterung ist geradezu ansteckend. Also dann, Draco, es ist ein weiter Weg bis zur Kitagami-Provinz. Die erste Etappe legen wir per Flugzeug zurück und dann geht's mit dem Bus weiter. Gib mir bitte Bescheid, sobald du bereit bist, um nach Kitagami auszubrechen. Vielleicht hätte ich zuerst mit dir reden sollen, dann meinen Schnaps, meinen Schlemmpeil fertig machen sollen. Andererseits denke ich mir so, na, ich kümmere mich mal schnell mal um das Moveset und das ist kein Moveset. Ja, es hat sowieso kein Moveset. In dem Fall hätte ich sogar versagt. Es kann sich nicht mal an Attacken erinnern. Oh, super. Es kann nicht mal Attacken. Aber wo? Ah! Irgendwie tut das weh. Es kann nur eine Attacke lernen. Vielleicht war das Apfel-Pokémon nicht gerade die optimale Wahl. Bist du bereit für deine Reise in die Kitagami-Provinz, Draco? Ja, ich habe meinen Apfel angesehen. Ich hoffe, er ist stark. Sehr schön. Sobald der Rest der Truppe eintrifft, brechen wir auf. Mir wurde gesagt, dass die Teilnehmer per Los ausgewählt worden. Es ist also möglich, dass ihr euch heute zum ersten Mal seht. Als Betreuerin ist euer Wohlergehen natürlich meine absolute Priorität, doch ich hoffe auch selbst etwas aus dieser Reise ziehen zu können. Da fällt mir ein, ist das Karmesinbuch ein Begriff? Ja, es sagt mir was. Kein Wunder, es ist schließlich der bekannte. Das bekannteste Esoterikbuch des Jahrhunderts. Bei dem Verfasser des Buches Alondo handelt es sich um meinen Vorfahren. Als ob.
Daher habe ich das Privileg, im Besitz seines Originalmanuskripts zu sein. Gib es her, ich will mehr darüber wissen. Seh mal. In der veröffentlichten Printausgabe sind die Seiten verschmiert und kaum lesbar. Ein Pokémon wie eine Scheibe. Oh mein Gott, das ist der aufgelöste Text. Als ich mich allein wiederfand, war mir, als hätte ich tief im Schlund ein seltsames Etwas entdeckt. Ich wusste weder, ob es ein Pokémon war, noch ob es überhaupt lebte. Seine Hülle bestand aus zahlreichen geschichteten Sechsecken, die heller funkelten als Edelstein. In seiner Gestalt glich sie etwas einer Scheibe. Ich wusste, dass die das damit was zu tun hatten. Nee, ich wusste es einfach. Ich gebe diesem Wesen vorläufig den Namen Terrapagos. Wenn ich mich nicht täusche, könnte es sich bei der Substanz seines Körpers um die Ursache dafür handeln, dass Pokémon kristallisieren und leuchten. Darauf abgebildet ist ein Pokémon namens Terrapagos. Es handelt sich hierbei um ein rätselhaftes Pokémon, dem Alolan begegnet ist, seitdem er in die tiefsten Tiefen von Zone 0 vordrang. Die meisten Menschen halten das jedoch für nichts als Unsinn. Mein Traum ist es, Terrapagos zu finden und zu beweisen, dass Alondo die Wahrheit sprach. Allerdings habe ich bisher noch nie die Erlaubnis erhalten, Zone 0 zu betreten. Schade. Aber das macht nichts. Ich konzentriere mich auf das, was ich im Moment tun kann. Miss Brianna, wir sind bereit. Sehr schön, damit wären wir vollzählig. Was sind alle miteinander? Brechen wir auf nach Takami. Ein Erstklässler? Ne. Ich bin ja eigentlich ja auch erste Klasse, also lassen wir es. Oh, Dragoran! Das ist ein Dragoran, der mit einem Flugzeug hinterherfliegt. Und wusch. Er ist weg. Einfach mal Dragoran. Der Schatz von Zone 0. Teil 1. Die türkis-grüne Maske. Endlich haben wir es geschafft, wir sind da. Boah, mein Hintern tut richtig weh vom langen Sitzen. Erst der Flieger und dann noch der Bus. Du hast kein Sitzfleisch, Junge. Das war wirklich eine sehr lange Reise. Aber wir haben niemanden unterwegs verloren, richtig? Sind noch alle da? Ja. Wenn das so ist, wir kommen in Kitakami. Hier werden wir während unserer Exkursion die Zeit verbringen. Ich bin übrigens selbst auch zum ersten Mal hier. Die Ländlichkeit ist wahrlich atemberaubend. Feleno und Janma. Vor uns liegt das Dorf Midoriya. Es wird uns quasi als Basis dienen. Miss Brianna, mir geht's nicht so gut. Ohne du Ärmste, das wird wohl die Reisekrankheit sein. Lass uns erstmal eine Pause einlegen und die schöne Landschaft genießen. Hako, dürfte ich dich um einen Gefallen bitten? Könntest du dich schon mal nach Midoriya aufmachen, den Verwalter im Gemeindehaus von unserer Ka Ankunft unterrichten? Und sag ihm bitte auch, dass wir jemanden dabei haben, den es nicht so gut geht. Selbstverständlich. Wunderbar, danke dir. Ich kümmere mich dabei um unseren Patienten. Am liebsten würde ich mir jetzt ein fähiges Pokémon fangen. Einfach am. Unbekannte Pokémon hier auf der Karte. Wo soll ich als erstes hin? Komm gleich. Da ist schon ein erstes unbekanntes Pokémon. Dieses Pokémon habe ich noch nie gesehen. Es ist ein Moa! Es greift mich an! Ah, ich bin Professor Birk! Ja. Wie es weitergeht, erfahrt ihr nach dem Cut.
Wow, was fliegt. Was läuft denn hier alles rum? Also, hier im Weberrack. Ich meine, was ist das für ein Pokémon? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das? Was ist das? Oh, es fordert mich heraus. Du willst mich also herausfordern, ja? Dann werde ich dich jetzt besiegen. Wie geil ist das denn? Boah, es kann ein Knuddeln. Oh yeah. Das ist einfach ein Pfiffchen. Ich habe keine Balltasche. Doch habe ich. Da fehlen Taschen. So, ich glaube, das ist, weil ich im Kampf bin. Ja, ich habe mein erstes Pokémon gefangen in dieser Region. Es ist für vielen. Dein Pokédex wurde aktualisiert. Pfiffchen, das Biss-Pokémon. Es fletscht seine großen Zähne und bellt heftig, um Gegner einzuschüchtern. In Wirklichkeit deutet dies aber auf sein ängstliches Wesen hin. Es ist ein Junge. Nenne ich ihn den? Irgendeine. Ich glaube, ich weiß, wie ich den nenne. Nos. Klingt komisch, aber ich kenne eine Hyäne. Ich glaube, der heißt Nos de Hyäne. So, was ist das denn? Ach, die Dinger. Das ist auch schnell. Ich muss zum Dorf sagen, die. Dass ich die Pokémon fangen kann, das haben sie nicht gesagt. Aber, dass ich die nicht fangen kann, haben sie auch nicht gesagt. Haben sie auch nicht gesagt. Also werde ich mich jetzt hier darum kümmern. Los, wach rauf! Ist schön. Dieses Pokémon kann Ausdauer. Ich glaube, ich werde es töten. Oder auch nicht. Bitte mach jetzt keine andere Attacke. Natürlich mach ich eine andere Attacke. Schlempei, wach auf! Es wird Zeit! Ja, es wird Zeit aufzuwachen und über dich hinaus zu wachsen. Na, du bist ein bisschen zu sehr hinausgewachsen. Das erste Tier ist tot. Ah, das ist schon knuffig in dem Grafikstil. Da kann man auch richtig schön trainieren. Ach. Und hat auch. Das habe ich jetzt nicht mehr zu erwarten. Krebskor! Ich meine, was für ein Pokémon ist das? Okay, ich höre auf damit. Es ist ein Krebskor. Krebskor ist einfach mal cool bei mir. Ich mag dieses Pokémon. Seit ich das erste Mal gesehen habe, beziehungsweise seit ich das erste Mal davon gehört habe, vor allem das war das auch eigentlich schon ziemlich früh in der dritten Generation bekommen kann, eigentlich, macht es eigentlich zu einem meiner Favorites. Man kann es also auch schon im Early Gameplay bei Gen 3 einfach mal so aus dem See fischen.
Grabscore, das Grobian-Pokémon. Es kam von Übersee und ist sehr robust. Auch in verschmutzten Flüssen kann es sich rasch vermehren. Was bist du? Du bist ein Krebs. Sebastian. Es ist zwar weiblich, aber ist mir egal. Heute ist es mir mal alles egal. Sebastian. So, Strawicke. Was in Kisagami Pokédex wartet eine Polone auf mich? Das mache ich erst, wenn nichts voll ist. Das mache ich, wenn nichts voll ist. Bis dahin gucke ich jetzt auch nicht rein. Guck ich da nicht hoch? Aber wisst ihr, was das ist? Das hier. Es ist niedlich! Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist niedlich. Aber ich kenne es. Einfach mal drauf schmeißen. Hier habe ich keinen Bock, es weh zu tun. Damit hätte ich das erste Pokémon empfangen. Und die von dieser Art. Für Wommel wird ein Neuentrag angelegt. Wommel, das Hummelfliegen-Pokémon, nimmt jetzt die fröhliche Aura von Menschen oder Pokémon wahr, näherte sich ihnen und teilt mit seinem langen Rüssel schmerzhafte Stiche aus. Na, Dankeschön für gar nichts. Du niedliches, gelbes Bienen-Moskito-Ding. Wegen diesem Verhalten nenne ich dich jetzt einfach Mücke. Mücke. Mücke wurde in meinem Team aufgenommen. Da fliegt's wieder. Das, ach ja, ich wollte euch sagen, das hier sind eigentlich Reichsfelder. Und die sehen halt wirklich in asiatischen Räumen so aus. Nein, geh nicht weg. Hör, ich will dich haben! Jetzt bin ich da hochgekommen! Gleich mal einen Netzball rausschmeißen. Und ich hab. Moment, das war kein. Das war kein Netzball, sehe ich gerade. Yanma, das Libellen-Pokémon. Yanma schlägt mit hoher Geschwindigkeit mit den Flügeln, um an einer Stelle schweben und so sein Revier überwachen zu können. Möchtest du Jan mal einen Spitznamen geben? Ja. Einfach nur ja. Jan mal. Das ist ein ganz besonderes Pokémon, muss ich mal sagen. Ab Generation 4 ist es tatsächlich eines meiner Lieblinge geworden. Eigentlich war es schon immer eines meiner Lieblinge, aber Generation 4 hat es nochmal richtig besser gemacht. So, kurz vor Eintritt in die Stadt gibt es auch dieses Pokémon her. Damit hätte ich meines Erachtens da alle Pokémon in diesem Anfangsgebiet, denke ich mal, gefangen, wenn ich nichts übersehen habe. Wenn man die Zeit beginnt, dann sollte man die Zeit beginnen. Möchtest du Strawickel einen Spitznamen geben? Ja, ich nenne dich Daddy. Daddy-o. Ich nenne es Daddy-o. Nein!
Heil! Gucken, was wir noch. Ah! Also normale Felinos bekommt man hier. Krebskorps sowieso. Das läuft da. Finde ich toll, dass es da läuft. Ach, so hätte ich auch das Reichsfeld betreten können. Siehste. Nestball. Käfertrutz. Joho! Käfertrutz! Geh zum Gemeindehaus! Ich kann das Ding nicht erkunden! Warum nicht? Was? 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 Ich will aber nicht zum Gemeindehaus gehen. Natürlich gehen wir jetzt zum Gemeindehaus. Okay, ihr habt gewonnen. Aber nur weil ihr es seid. Hanna, sieh mal. Hey, du bist doch von dieser Akademie in der Palier-Region, oder? Wie cool. Sei still, Jo. Ich bin Hanna. Einen Fremden wie dich lasse ich nicht einfach so nach Midoriya spazieren. Nix da. Wenn du trotzdem unbedingt ins Dorf willst, müssen wir das wohl mit einem Kampf regeln. Oh, Hanna, komm schon, du willst doch einfach nur kämpfen, das ist nicht fair. Halt die Klappe. Warte meinen kleinen Bruder einfach nicht. Menno. Also dann, mach dich bereit. Ich werde schon meinen Spaß mit dir haben. Hör auf zu reden und leg los! Vivien! Schlemper! Okay. Willkommen in Kitagan. Zur Begrüßung gibt's gleich mal einen aufs Deckel. Der kleine Bruder ist nicht unbedingt Fan von seiner Schwester. Der feuert mich an. Oder er feuert Fiffchen an. Das kann natürlich auch sein. Oh, da kann sich wohl jemand mit dem Wechselwirkung zwischen den Typen aus. Ich bin Champ, Alter. Was denkst du, was ich hier bin? Warum ich hierher gekommen bin? Morcha. Da würde ich tatsächlich mal mein neues Pokémon einsetzen. Du bist dran! Ja! Kann sein, dass ich ein paar Teamkameraden ersetzen werde. Aber weitest geht sie jetzt eigentlich für den Anfang ziemlich gut aus. Ey, sei starre Spure. Oh, Temposchub. Die Fähigkeit des Jahrhunderts ist zurück. Das war's. Vulpix. Ich weiß nicht, was für ein Vulpix hier hat. Ich gehe mal auf das normale Vulpix aus. Deswegen, los! The Bastion, der ballwaschende Delfin. Ich meine. So. Es ist wirklich das normale Vulpix, also. Was machen die denn alle?
Paralyse, Verbrennungen. Was wollen die mir noch geben? Das ist schon ziemlich unfair, wie ich spielen. Aber Vulpix ist so süß. Alter, Vulpix ist so süß neben dem Spiel. Das haben sie richtig gut hingekriegt bei der Pose. Oh nein! Sebastian ist weg. Okay, das war gut. Wie gefällt dir meine Begrüßung bisher? So stark zu sein ist manchmal schon eine Bürde. Da kann Schlampai aber auch was, auch ein Wörtchen mit dir reden. Einfach mal riesen Flex hier. Der Riesenflex. Vor allem so. Es lebt immer noch. Ich glaub's nicht. Du weißt nicht mehr, gegen welche Typen die Attacken deinem Pokémon effektiv sind? Peinlich. Das ist alles geplant. Kein Problem. Alles gut. Glaube ich jedenfalls. Oh, oh, oh mein Gott. Das ist zu viel. Was zum... Wer bist du? Ich bin... der Champ der Paldea-Region und somit auch bald über die gesamte Welt. Boah, abgefahren, du hast echt meine Schwester besiegt? Na Mist, wie kann ich nur verlieren? Sag mir einfach, du hast meine Prüfung bestanden. Gerade so. Nun ja, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dich ins Dorf zu lassen. Aber ich habe dir das ja sagen, klar. Was sagen? Hey, was geht dir vor? Na toll. Komm, Jo, Zeit zu gehen. Ja, aber. Hanna, warte auf mich. Ah, hallo, du bist der Schüler von der Akademie in Paldea, habe ich recht. Ich bin der Verwalter diverser Einrichtungen im Dorf und zudem dafür zuständig, dass ihr euren Aufenthalt hier voll und ganz genießen könnt. Ich hoffe, die zwei Kinder von eben waren nett zu dir. Na egal. Die beiden stiften immer wieder Unruhe, vor allem Hanna. Tut mir leid, falls sie dir Ärger bereitet haben. Was sagst du da? An der Bushaltestelle wartet ein kranker Schüler auf Hilfe? Ich werde sofort nach den Rechten sehen. Geh schon mal vor zum Gemeindehaus. Bis gleich. Denke mal, das ist das Gemeindehaus. Das hat ja auch diese Pokémon da dran. Und das ist richtig. Kann ich hier schon mal heilen. Neue Items verfügbar. Kein Problem. Einfach heilen. Die haben auch gleich mal eine andere Krankenschwester. Interesting. Und die haben Yanma. Die haben Yanma als Maskottchen-Icon. Ja, das ist Yanma. Wie geil ist das denn? Nein, wartet. Ich wollte das noch nicht. Ach, egal. Eigentlich wollte ich gerade... Ach, boah. Hier entlang. Danke, dass du dem Verwalter Bescheid gesagt hast, Draco. Unseren Patienten geht es auch schon wieder deutlich besser. Also dann, alle miteinander, das ist unser Gemeindehaus. Hier werdet ihr für die Dauer eures Aufenthalts übernachten. Eigentlich war geplant, euch in derselben Unterkunft unterzubringen wie die Schüler der Blaubeerakademie. Aber jetzt gehört die Unterkunft ganz unseren Gästen der Orangenakademie. Stimmt ja, ich hatte ganz vergessen, dass die beiden aus dem Dorf herkommen. Tretet ruhig ein, keine Scheu.
Kommt herein, schaut heraus. Eure Schuhe könnt ihr ruhig anbehalten. Wenn sie arg verdreckt sind, wascht sie nur bitte kurz an dem Wasserhahn beim Eingang ab. Ein Klingblimhut. Wie süß ist das denn? Ich schick sie. Ist schick und sauber hier, was? Diese Einrichtung wurde erst kürzlich gebaut und kann daher selbst mit dem modernen Schnickschnack der Großstadt mithalten. Das ist der Gemeinschaftsraum. Ihr könnt ihr nach Belieben fernsehen, euch unterhalten. Was immer ihr wollt. Was mit dem Smartphones da drin, da drauf? Oh, Hisui Fukano ist da auch eine Statue. Geil. Die Kantine befindet sich dort vorne und hier sind die Toiletten. Die wir sicher nie benutzen werden. Dorthin geht es zu dem Schlafraum, wo immer ihr euch ausruhen könnt. Da wir genug Platz haben, bekommt jeder sein eigenes Zimmer. So, das wäre dann auch schon alles, was ihr wissen müsst, denke ich. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch einfach an die Mitarbeiter am Empfang. Wunderbar, vielen Dank für die Erklärungen. Na, wollt ihr nicht auch etwas zum Herrn Verwalter sagen? Ja. Danke, dass wir hier übernachten dürfen. Oh, wie höflich ihr alle seid. Da geht einem ja richtig das Herz auf. Fühlt euch bitte ganz wie zu Hause. Ihr seid sicher erschöpft von der langen Reise. Hier ist noch etwas früh, aber lasst schon mal zu Abend essen und bald schlafen gehen. Wir schlafen gern. Schlafen ist unser Hobby. Schlafen ist unser Hobby. Wir haben eine ganze Menge Essen für euch vorbereitet, also lasst es euch schmecken. Juhu. Vielen Dank, das war echt lecker. Für heute gibt es kein Programm mehr, also steht ihr der Abend zur freien Verfügung. Aber denkt daran, dass die Exkursion dann morgen richtig losgeht. Sieh zu, dass du nicht verschläfst. Dann muss ich also wirklich ins Bett. Kann ich hier raus? Du solltest jetzt nicht mehr nach draußen gehen. Nein, oh. Na gut, dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Episode uns wirklich richtig daran setzen werden, die Exkursion zu beginnen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal ein, denn dann werden wir wieder ein wunderbares Abenteuer erleben. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.